Anderen beim Computerspielen zuschauen? Es gibt nichts Langweiligeres. Das ist Konsens. Nein, das war Konsens. Bis vor einiger Zeit sogenannte Let's-Play-Videos das Netz eroberten. Das sind Videos, in denen irgendjemand ein Spiel spielt und dabei das Ganze kommentiert. Haben wir wieder ein... Ach, eine Spinne haben wir hier. Mal gucken, was passiert. Let's Play nennen sich diese Spielfilme. Und längst hat die Szene ihre eigenen Stars hervorgebracht. Erik Range und Valentin Ramel zum Beispiel, besser bekannt als Gronkh und Sarah Saar. Ihre Let's Play-Videos werden bei YouTube inzwischen millionenfach angeklickt und angesehen. Sie spielen, was ihnen Spaß macht. Vom Action-Adventure The Walking Dead über Retro-Games wie Day of the Tentacle bis hin zur sogenannten Open-World-Simulation Minecraft. Ich denke, am Anfang waren das einfach die Computerspiele, dass wir einfach zocken wollten. Wir wollten eigentlich Berichterstattung im Videobereich machen, was mit einem Test ziemlich komplex wäre. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir spielen das Spiel einfach so an und kommentieren das Ganze. Und hier ist ja genug Zeug wäre da, um die Treppe zu bauen. Der Zuschauer erlebt das Spiel im Video genau aus der gleichen Perspektive, aus der er es auch zu Hause am eigenen PC sehen würde. Nur, dass er es eben nicht selbst spielt. Ist jetzt erstmal, oh, das sieht sehr stabil aus. Oh, es sieht sehr stabil aus. Warum ist dieses simple Konzept so erfolgreich? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein Teil der Zuschauer möchte neue Games kennenlernen und sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck machen. Andere erhoffen sich Tricks und Kniffe für ein bestimmtes Game. Aber für sehr viele Fans ist das Let's Play-Video selbst die Hauptsache. Das Computerzeitalter hat sein erstes eigenes Filmgenre hervorgebracht. Ich finde den Kampf hier schwerer als gegen Ganon. Range und Ramel kann man heute durchaus als Chefunterhalter der deutschen Let's-Play-Szene bezeichnen. Inzwischen haben sie so viele Fans, dass sie von ihren Videos leben können. Über das YouTube-Partnerprogramm werden sie für jeden Klick an den Werbeeinnahmen der Plattform beteiligt. Neben der Produktion der Videos fließt viel Zeit in die Kommunikation mit den Fans. Die meiste Zeit geht eigentlich tatsächlich für Community-Pflege drauf, wie man es so schön nennt. Du musst ja sehen, dass das Menschen sind, die deine Videos gucken, denen die etwas bedeuten, denen du vielleicht auch etwas bedeutest. Und das Gleiche gilt aber auch umgekehrt. Die Spieleindustrie verfolgt das Geschehen aufmerksam. Nintendo hat kürzlich gleich mehrere Kanalbetreiber darüber informiert, dass sie durch den Upload von Szenen aus Nintendo-Games Urheberrechtsverletzungen begehen. Doch die Japaner wollten die Videos nicht etwa löschen lassen. Sie wollten viel mehr mitverdienen. YouTube überweist ihnen nun einen Teil der Einnahmen, auf Kosten der Let's Player. Die ärgern sich über Nintendos Vorgehensweise und argumentieren, dass nicht das Spiel, sondern das subjektive Spielerlebnis im Vordergrund stehe und ihre Videos eigenständige Schöpfungen seien. Andere Hersteller tolerieren nicht nur etwaige Urheberrechtsverletzungen, sondern umwerben die Spielfilmer sogar aktiv. Ja, wir fördern die Let's Player insbesondere damit, indem wir ihnen exklusiven Content zur Verfügung stellen. Wir bringen sie also in unsere Studios quer über die Welt oder wir bringen die Entwickler zu ihnen und übernehmen dann die entsprechenden Ausgaben, sei es Reisekosten, Hotelkosten, holen sie halt zu uns ins Office in die entsprechenden Entwicklerstudios. Auf der anderen Seite versprechen wir uns natürlich davon, dass sie dieses Material nutzen, um wirklich exklusive Coverage nach draußen zu bringen an ihr Publikum, das eben sehr, sehr breit aufgestellt ist. Eine Entwicklung, bei der die Let's Player aufpassen müssen, dass sie sich nicht von der Industrie vereinnahmen lassen. Denn Werbefilme möchte sich niemand anschauen. Das Publikum legt Wert auf die Authentizität. Für den Medienwissenschaftler Jörg Müller-Lietzko sogar der entscheidende Faktor. Wenn der Spieler tatsächlich in die passive Rolle schlüpft, ein Video sich anzuschauen, denn es sind eben die Spieler, die sich normalerweise Let's Plays anschauen, dann ist es ihm wichtig, tatsächlich, dass es authentisch ist, dass der, der es gespielt hat, aus derselben Gemeinschaft kommt. Wenn es professionelles Marketing ist, fällt es schnell auf und der Spieler wird abschalten. Die Zukunft der Let's Play-Videos wird also stark davon abhängen, ob und wie weit sich die Let's Player von der Industrie vereinnahmen lassen. Und ob das Spiel gut ausgeht, liegt wie immer in den Händen der Spieler.